Markus macht sich heute auf den Weg in den Pinzgau. Dort geht es mit seinem Elektroauto auf nach Bruck an der Großglocknerstraße. Hier kann er nicht nur sein E-Auto tanken, sondern sich auch die Geschäftsstelle der Salzburger AG anschauen. Dazu trifft er Alois Schöss-Wendner, den Geschäftsstellenleiter in Bruck. So, wir sind jetzt eigentlich mitten im Betriebsgelände von der Geschäftsstelle Bruck. Da spielt sich im Prinzip das ganze Baugeschehen ab, das wir in Bruck umsetzen. Unsere Hauptaufgabe bei uns da ist ja das Errichten unserer Netze. Wir bauen da die Stromnetze, die Telekomnetze und die Wassernetze, was wir auch ein kleines Wassernetz haben, und Gas- und Fernwärmenetze im ganzen Bezirk Zell am See. Ich habe jetzt gerade beim Herfahren eine PV-Anlage gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Ja. Können wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen? Diese PV-Anlage ist nämlich nicht flach auf dem Dach montiert, sondern ein echter Zaun beim Außenlager. Der schaut ja jetzt so stylisch aus, dann würde ich mir gleich auf meinem Balkon auch montieren können, oder? Ist sicher eine gute Alternative, also kann man sicher als Balkonbrüstung genauso nehmen wie als Gartenzaun für ein privates Haus zum Beispiel. Ich glaube, es schaut wirklich gut aus und es bringt ja auch einen entsprechenden Ertrag und man kann die Sonne als Energie Lieferanten nutzen. Wenn wir gerade von Ertrag sprechen, was kriegst du aus dem? Also die gesamte Länge da bringt in etwa 6 kW. Oha, okay. Und der Ertrag ist wieder erwarten sehr gut. Also es hat ja doch durch das, dass es gerade steht, eigentlich ein bisschen einen schlechten Wirkungsgrad. Aber das kann man gerade in unserer Region damit wettmachen, weil man im Winter einfach die ganze Zeit schneefrei ist, was man auf den Dachdächern bei uns nicht immer ist. Wenn wir jetzt gerade vom Strom gesprochen haben, ihr habt hier einen super lässigen neuen Lastverteiler. Und was das ganz genau ist, würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt an, oder? Genau. So, aber auf dem Weg zum Lastverteiler schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an. Da hätten wir jetzt ein paar Trafos. Ist das da, werden die da gelagert, gewartet oder was passiert da ganz genau? Das ist unser Trafolager. Hier werden die Trafos mehr oder weniger zwischengelagert, bis wir entsprechend die einsetzen. Wir brauchen ja Trafos für Neubauten, aber auch für Trafo-Verstärkungen, wenn die Leistung irgendwo steigt, wo man einen neuen Trafo einbauen muss, einen stärkeren einbauen muss. Und im schlimmsten Fall, was Gott sei Dank nicht sehr oft vorkommt, auch für einen Störungsersatz. Ich habe da jede Menge Leerverrohrung. Für was ist das gut, die Leerverrohrung, die da lagert? Das sind unsere Lichtwellenleiter-Leerrohre, die praktisch in die Erden verlegt werden und in die dann der Lichtwellenleiter eingeblasen wird. Das heißt, ihr schießt das Kabel durch, relativ langsam nur, schätzen wir tief. Umso schneller nachher das Internet, was durchgeht, oder? Genau, also ja? Das ist ein Leerschlauch, wie man sieht. In dem wird dann der Lichtwellenleiter eingeblasen. Und erst durch den Lichtwellenleiter schießt dann das schnelle Internet und noch nicht durch den Schlauch. Das wäre ja schön, wenn es ein Schlauch wäre, oder? War natürlich auch eine schöne Variante. Markus und Alois gehen weiter. Am Weg zur Leitstelle kommen sie noch an der Werkstatt vorbei. Jetzt sind wir in der sogenannten Turbinenwerkstätte, wo ich den Johann triff. Und Johann, was machst du da jetzt ganz genau an dieser großen Maschine? Wir machen da ein Bauteile für die Wasserkraftwerke. Also alles, was maschinenbaulich ist, machen wir da Ersatzteile, Instandhaltungsarbeiten und auf der gesteuerten Fräsen machen wir da zum Beispiel jetzt also ein Bauteil. Was war das Tollste, was du jemals gemacht hast? Einzelne Teile wie die Laufradnabe, was wir jetzt gemacht haben für St. Johann. Die hat 4,5 Tonnen. Jetzt würde ich mal behaupten, du bist jetzt sicher ziemlich stolz, dass du einer der wichtigsten Menschen der Salzburger bist, ja, der für die Stromversorgung für das Bundesland Salzburg zuständig ist. Ob ich der wichtigste bin, weiß ich nicht, aber ein Teil davon, ja. Es braucht offensichtlich zwei Leute, dass man mich anzieht. Und was bei mir zu Hause der Akkuschrauber vom Supermarkt von nebenan ist, ist in Bruck um einiges größer. Da haben wir ja ein riesen Umspannwerk da, ne? Genau, da auf der rechten Seite sehen wir die Freiluftanlage des 110 kV, 30 kV Umspannwerks Bruck. Da wird praktisch die Spannung von 110.000 Volt umgespannt auf 30.000 Volt. Das ist so ein bisschen die regionale Verteilungsebene ist. Und von da weg, von dem Gebäude hinten, gehen dann die 30 kV-Kabel weg, die dann das Gebiet Mittelpinzgau da
versorgen mit auf der 30. Bis dann am Endeffekt dann irgendwann mal in der Steckdose rauskommt. Dazwischen sind dann noch die Trafostationen, die dann von 30.000 Volt auf die 400 Volt übertransferieren und dann geht es in die Häuser. Und wenn ich mir meine Frisur so anschaue, stehe ich auch schon unter Strom. Bevor Markus dann doch noch völlig unter Strom steht, geht er lieber noch am Infopoint vorbei. Hier können sich Kundinnen und Kunden direkt beraten lassen, offene Fragen klären oder sich einfach Informationen abholen. Nur wenige Schritte weiter befindet sich dann das Kleinteilelager. Hier will Markus unbedingt auf die Waage. Aber hallo, so schwer, Markus? Na, da hat's wohl was. Nachdem ich jetzt das höchstzulässige Gesamtgewicht überschritten habe, wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt sind wir im sogenannten Kleinteilelager gelandet. Ja. Da sind im Prinzip die ganzen Montagematerialien, die man einfach braucht für unsere Arbeit, für die Monteure zum Entnehmen. Zum Beispiel sind da diese ganzen Klemmen zum Anklemmen von den Kabel, Schrumpfstäuche, Kabelbinder, was man halt im Tagesgeschäft so braucht. Shopping-Win für Heimwerker. Wahrscheinlich für die meisten Heimwerker nicht zu verwenden, dieses Gerät. Achso, dann Shopping-Win für richtige Profis. So, und jetzt gehen wir wirklich in den Lastverteiler. Die Leitstelle ist die Schaltzentrale. Hier wird der Strom auf den Leitungen der Region ein-, aus- oder umgeschaltet. Dieser Ort zählt damit zu den Herzstücken der Stromversorgung. Kaum ist Markus da, bekommt er auch schon die Bitte, eine Leitung in Mitterseel stromfrei zu schalten. Viert Bauer, grüß Gott. Ja? Machen wir gleich. Ja, passt. Gott sei Dank, die Profis helfen Markus bei der Vorbereitung, denn bei einer Leitungsabschaltung darf wirklich nichts schiefgehen. Immerhin müssen Monteure an diesen Leitungen arbeiten. Und jetzt? Jetzt darf ich Strom freischalten, oder? Richtig, wir haben alles vorbereitet, jetzt geht's. Ich hätte mir ja einen roten Knopf erwartet, aber gut, auch diese Tastatur funktioniert. Fertig, oder? Ja. Die soeben stromfrei geschaltete Leitung möchte sich Markus jetzt auch vor Ort anschauen. Dafür fährt er nach Mitterseel. Hier starten gerade Wartungsarbeiten am Umspannwerk. So, jetzt wird schon langsam spannend. Jetzt sind wir mittlerweile in Mitterseel gelandet. Und ich habe nie geglaubt, dass es Jacken gibt, wo sogar ich schlank ausschaue. Aber wie auch immer, auf geht's. Hugo, danke, dass du uns so empfängst, da in Mitterseel. Was macht sie da jetzt genau bei diesen Trafos und im Umspannwerk? Ja, wir haben da planmäßig wieder mal, wie es eh 7 Jahre passiert, da die Trafos, die Lastregelschalter-Revision. Da werden das, man sieht es dahinter, gerade dieser Einsatz von dem Lastregelschalter ausgebaut, das Öl ausgesaugt und erneuert. Teilweise werden Kontakte und Kontaktzonen erneuert. Die ganze Aktion dauert 2 Tage. Anfang der Woche haben wir am Montag, Dienstag mit Trafo 1 angefangen und jetzt ist es weitergegangen. Aber nicht nur das wird getauscht, sondern auch die Birnlern, also die Lampen. Die Scheinwerfer werden getauscht. Wie gesagt, die Gelegenheit ist gerade günstig, weil wir die 110 kV-Leitungen alle ausgeschalten haben. Und abgeschalten haben wir ja mitunter auch, weil wir einfach da jetzt in Sicherheit arbeiten müssen, damit da nichts passieren kann, oder? Ja, richtig. Damit wir da gefahrlos arbeiten können, muss natürlich die ganze Anlage, Sommerschiene, die einspeisenden Leitungen angeschalten werden. Und ich darf jetzt mit Hans Lampen tauschen fahren und meine wichtigste Aufgabe wird sein, erstens mal cool ausschauen, ja, Sonnenbrille, wichtigst. Und zweitens werde ich da oben die letzte lockere Schraube anziehen. Wahrscheinlich wird es meine sein, aber gut, sehen wir. Markus wird noch schnell gesichert und schon geht's rauf zum Lampentausch. Das war also hinter den Kulissen der Salzburger. Wenn euch meine Kranfahrt bzw. die Arbeiten, die ich da oben verrichtet habe, gefallen haben, dann würde ich mich über ein Like freuen. Mehr Geschichten über die Salzburger gibt es hier und wenn ihr uns noch ein Abo hinterlässt, würden wir uns auch freuen. Bis zum nächsten Mal.